Ja, Leute, ich dachte mir, kommt scheiß drauf, ich nehme jetzt auf, wie ich mein Deck ändere, dass ihr mal seht, wie das auch gemacht wird Was hier. Soll ich tun? Was soll ich tun? Keine Ahnung, halt dein Grosch. So. Deck bearbeiten. So. Juggernaut raus. Und Falcona rein. Dann passt sie eigentlich eh schon. Und jetzt noch Stack bearbeiten. Feldkarten bleiben so wie sind. Der kommt raus. Und der kommt rein. Der kommt raus. Und der kommt rein. So. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder mit dem Deck verbessern. Ziemlich easy, oder? So, jetzt gehen wir in den Park. Guck mal, was Dan so zu labern hat. Ich habe auf dich gewartet. Der nächste Wettkampf besteht nur aus Königskämpfen. Ich erkläre dir, wie das funktioniert. Sei nicht albern, Dan. Ich bin der König der Königskämpfe. Wer als erstes 3 Torkarten hat, gewinnt. Ist das nicht die ganze Zeit schon so? Hä? Das macht sicher Spaß. Wenn ihr kämpfen wollt, lasst uns mitmachen. Oh Gott, echt? Der ist Jenny? Oh mein Gott, Jennys, ey. Sorry Leute, nichts gegen andere Jennys, die Zuschauer sind, aber mit Jenny habe ich nur schlechte Erfahrungen. Oh je, wir haben schon länger nicht mehr gekämpft. Hoffentlich können wir es noch. Was für länger nicht gekämpft? Wir haben im letzten Part erst gekämpft. Vorletzten Part. Das ist gutes Training für den nächsten Wettkampf. Kämpfen wir! Ist okay, Dan. Ist okay. Königskampf. Was, ich allein gegen 3? Cool. Läuft. Läuft richtig gut. Das heißt, ich bin immer alleine gegen 3 Leute. Und man weiß nicht, wer wen jetzt bettet. Ist cool. Das macht die Sache schon interessanter und wahrscheinlich auch schwerer. Weil wenn alle auf mich losgehen, dann bin ich halt theoretisch ziemlich gewillt. Okay, Tutorial. Ich hasse Tutorial. Wer mich auf diesem Kanal länger verfolgt hat, weiß, ich hasse Tutorials. Übel. Spielstart. Okay, machen erstmal Bakugan-Duo. Wieso kann ich nicht das Feld auswählen, wo ich meine scheiß Bakugan-Karte legen will? Meine scheiß Torkarte. Das trägt mich immer aufs Neue auf. Okay. So. Dann wählen wir jetzt als erstes den neuen Falcon. Bakugan, komm! Ah, ich reiß es, Leute. Was zur Hölle? Alter, Falcona ist übelst scheiße zu kontrollieren. Wieso kann ich den verdammt nochmal nicht richtig kontrollieren? Oh, ich hab's gerade noch hingekriegt. Achso, ich muss die ja den Controller lenken. Ich Idiot hab Analogstick gedrückt. Macht's natürlich einfacher. Ach, okay, gucken wir, was der Falcona macht. Aber sie könnte ja jetzt nicht mehr so viel verbocken, dass sie jetzt nicht wieder diese extra Scheiße gibt. Im Prinzip kann ich das auch überspringen, oder? Nicht lange. Der ist sowieso ein Idiot, wie immer. Komm, ich bespring die Sachen. Ist langweilig. Du bist langweilig. Cool. KI 4 ist dran. Du bist eine dumme Kuh. Nein, nein, nein. Sag ich ja. Schier 1 ist dran. Dann mache ich den Turbo-Modus, nehme ich jetzt erstmal. So, und bevor ich jetzt Doppelstand mache, fick ich den jetzt mit Leonie das erstmal. Bakugan, oder sie. Ist ja auch egal. Bakugan, Stand! Stand! So habe ich mindestens meinen ersten Punkt schon. Weil auf dem anderen Feld liegt ja meine Karte. Von daher, wenn Leonie das macht, sowieso alles kaputt. Daha. Ich krieg sogar mehr Punkte bei dem Kampf. Bei dem Feld hier. Bei der Torkarte. Alter, sieht das Viech hässlich aus. Aktivieren. Ach so, scheiße. Das ist gar nicht das Dunkelheits Ding. Ich Vollidiot. Ich bin Vollidiot. Ich habe Eigenschaften da unten nicht gesehen. Das bringt mir gar nichts, die Karten. Wieso habe ich jetzt überhaupt die Karte eingesetzt? Fällt mir gerade auf. Ah ja, auch egal. Schütterkampf. Ja, Mann. Beim Schütterkampf hat eh niemand eine Chance. Ich meine, das ist eine Frau. Was will denn die? Ich schütte nur ein bisschen. Ach, ich meine, hallo. Ich schütte hier kaum noch. Ich würde den Controller eigentlich gegen mein Bein die ganze Zeit schlagen.
weil irgendwie bescheuert. Ein Punkt für mich. Jetzt mache ich Doppelstand. Und der verbockt schon wieder. Im Prinzip kann ich sagen, ich spiele nur gegen die Frauen. Überspringe ich auch mal wieder. Die ist genauso dumm. Hey, das Let's Play macht mir voll Spaß. Muss schon sagen, die KI von Activision, das ist so typisch. Dumm. Ah, geil, live bei denen. Ey, live bei denen übel. Tschüss dir. Ey, nee, Mann, ohne Witz. Bestes Spiel ever. Das kriegt richtige Props dafür. Kann man da irgendwie einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Das muss ich mal nachher kurz kontrollieren, weil die ist nicht normal. So, Doppelstand. Cool. 2 zu 0 für mich. Obwohl es 3 Leute sind. Oh, er hat eigentlich mal gerissen. Und dann hat es so ein schwaches Viech. Na, Fräulein. Ah, hat's auch gerissen. Mit dem gleichen Viech. Läuft bei denen. Und jetzt kommt Jenny. Jenny. Und Jenny, bringst du es? Oh, Jenny bringt's. Der Kampf interessiert keine Sau. Oh, Jenny hat einen Punkt gemacht. Wee, Jenny. Super. So, jetzt kommt Leonidas und ich habe den Kampf gewonnen. Bakugan, Stand! Stand! Okay. Ich meine, hallo, 34 gegen 150, was will denn der schon? Den Kampf habe ich auf jeden Fall schon gewonnen. Ja, Leonidas, gib ihn. Gib ihn. Komm, was willst denn du einsetzen? Wow, Alter, ich krieg sogar 140 noch dazu. 140. Ich meine, hallo, du hast nicht mal ein... Ja, du hast gerade mal ein Dritte, was ich habe. Oh Gott, ich muss noch einen Moment mein Deck ändern. Ich hab übelst Scheiße gebaut. Ich hab mindestens Glück, dass es hier so dumme Gegner gibt. Ich brauch nicht mal was drücken. Ja, gib dir Props, Alter. Das bringt dir gar nichts. Jetzt hast du gerade mal die Hälfte. Okay, circa. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Schöner Kampf, cool. Der Kukaracha, der Kukaracha. Der Kukaracha. Ich habe immer Angst, dass ich meinen Controller damit schrotte. Aber die müssten eigentlich ganz gut gemacht sein, wenn man damit denkt, dass man die shitten kann. Okay, mit meinem PS3-Controller habe ich eh nicht so viele Probleme. Da spricht mein Talent. Schüttemeister! Das ist meine Trophäe, die habe ich echt verdient. So oft habe ich mich schon geschüttet. Oh, Kampfprofi. Cool. Ist das eine goldene? Krass. Deswegen heißt das Spiel wahrscheinlich auch dafür da bekannt, dass es so eine leichte Platin ist. Ist okay. Lob ich mir, Leute, lob ich mir. Hä? Was ist das? Was zum? Was ist los? Drago wurde von einem Bakugan geschlagen. Dan kann's nicht glauben. Wirklich? Weiß man, welches Bakugan es war? Nein. Nur, dass es wohl ein wirklich unfairer Kampf war. Wer tut sowas? Wettkampfregistrierung hat begonnen. Heldenspieler-Wettkampf. Okay. Bakugans Laden zurück. Warte mal, ich habe jetzt nur 2000 Kohle gell? Das ist nicht viel gewesen. Subterra-Bakugans haben einen Vorteil im Heldenspieler-Wettkampf, der bald stattfindet. Versuch's doch mal mit Subterra-Bakugans. Ist okay. Subterra. Kannst mich Subterra am Arsch lecken. Ja, ich hab grad mal 4000 Kohle. Aber dann geh ich zu den Karten, weil ich hab vorher übel Scheiße gebaut. Übel sogar. Richtig übel. Da, das ist das Dunkelheitssymbol. Also hätte ich... Warte, welche habe ich gekauft? Die habe ich gekauft. Ja, da ist das Symbol doch gar nicht dabei, ich Vollidiot. Ja toll, das wäre so eine Karte dann. Wie sieht's beim anderen aus? Hier. Wenn hätte ich hier holen sollen, wahrscheinlich den gelben, gell? Den ich noch gar nicht freigespielt habe. Richtig geil. Richtig geil, Leute. Richtig. Ja, den habe ich ja schon. Aber der gibt nur 50. Ist doch voll die Verarsche.
Und das ist natürlich Darkos, nur die Bösenwichte natürlich. Okay. Heißt aber, ich kann mein Deck sowas von wieder umändern. Wie war es hier eigentlich? Habe ich die hier. Okay, die ist ja gut. Ah, die kann ich auch kaufen. Die haben auch das Symbol. Okay, komm, scheiß drauf, dann kaufe ich die. Danke für deinen Einkauf. Und passt. Muss ich halt jetzt nur die Karten wieder ändern. Ah ja, Bakugan verbessern. Ich müsste ja auch was eigentlich verbessern können. Die Bakugan-Verbesserung ist abgeschlossen. Gut so. Danke für erstmal in mein Zimmer zurück. Was soll ich tun? Weiß ich doch nicht. Frag mich nicht, was ich tun soll. Das weiß ich selber nicht. So, Deckbearbeitung. Hier ist alles okay. Hier ist alles scheiße. Nee. Die Karte. Gegen die Karte austauschen. Ach so, ich habe jeweils nur eine rote, eine grüne und eine schwarze. Wow, damn it! God damn it, Nappa. Ist auch egal, komm, scheiß drauf. Wieso leuchtet eigentlich der Park noch? Gegen dich zu kämpfen hat Spaß gemacht. Machen wir es nochmal. Nein, danke. Billy. Die zukünftige Bakugan-Meisterin Chan Li tritt gegen dich an. Echt? Chan und Li? Alter Schwede. Oh, nee, meine Fresse. Echt klischeehaftere Namen konnte man echt nicht nehmen. Was kommt jetzt, Dirk? Bist du bereit? Julio. Ich werde dich schlagen. Ja, ich schlag dich auch. Zeit für ein bisschen Spaß. Komba. Hey, ich bin Jules. Kämpfen wir. Haben wir doch schon. Dann kommt jetzt Jenny bestimmt auch wieder. Hallo, ich bin Jenny. Willst du kämpfen? Ich box dich. Nach all dem Training bin ich ein Bakugan-Meister geworden. Ich bin besser als die Schicksalsspieler. Wenn du mich schlägst, gebe ich dir viele BP. Komm schon! Er beleidigt die Schicksalsspieler. Das werden wir in einem Kampf regeln. Wie Shuchi bin auch ich ein Bakugan-Meister geworden. Ich bin selbst von meinen Fähigkeiten überrascht. Wenn du gewinnst, gebe ich dir viele BP. Komm schon, kämpfen wir! Das könnte ein guter Aufwärmkampf werden. Legen wir los! Aha. Wieso labern mich als alle wieder von neu an? Verstehe ich nicht. Zweikampf. König. Zweikampf. Königskampf. Das ist ein Kampf für vier Spieler im Frei für alles Deal. Wer. Tag Team. Zwei. Wen haben wir jetzt alles eigentlich? Okay, es fehlen noch ganze. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Einer ist Dan auf jeden Fall. Super. Warte mal, das heißt, im nächsten Wettkampf müsste höchstwahrscheinlich schon einer, schon so gut wie alle kommen, oder? Eigentlich, was, der hat das Dunkelheitssymbol wie ich? Inwiefern, bitte? Ach so, die haben sich auf normal geändert. Ah, lustig. Dafür, dass die beide immer noch so viel Scheiße gebaut haben. Finde ich lustig. Okay. Das heißt, er hat sein Deck geändert. Wir machen jetzt mal einen Kampf gegen einer dieser Leute im Park. Ich will nur gucken, was das bringt. Im nächsten... Ah, ich kann Schwierigkeitsgrad ändern. Okay, dann machen wir mal schwer. Komm, wir machen mal schwer. Lassen wir das auch mal sehen. Machen wir jetzt einen Kampf, dann beende ich den Part und im nächsten Part fangen wir dann mit dem neuen Wettkampf an. Wo ich schon gespannt bin. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das Spiel nicht allzu lang, hä? Okay. Fangen erstmal damit an. Torkarte, Einsatz. Ich werde natürlich alles überspringen diesmal. Ganz klar. Ich habe keinen Bock. Bakugan, komm!
Was? Jetzt vor einmal kann man da rausfliegen? Sonst war doch die ganze Zeit eine scheiß Wand davor. Wie mich das Spiel manchmal verarschen will. War es immer noch 150? Will er mich verarschen? Hab ich jetzt eigentlich meinen Bakugan immer noch? Oh, cool. Ja, okay. Kann mir mal einer erklären, inwiefern das jetzt schwer ist? Sag mal, nicht nur das Minispiel ist immer schwer, aber denen ihre Karten bleiben. Überhaupt, wo ist jetzt bitte das Dunkelheitssymbol? Inwiefern? Der hat doch jetzt nur Subterra. Oh, Falcona, sieht cool aus. Gibt mir wieder mehr Energie als ihm. Und da kannst du echt froh sein, dass wir nicht auf meine Karte gekommen sind. Ach, gibt dir halt noch Fähigkeiten dazu. Ist mir scheißegal. Das heißt, da gibt sich nur noch mehr... Die sind dann wahrscheinlich im Minispiel dann viel besser. Willst du mich verarschen? Ey, was du kannst, kann ich schon lange, Junge. Gehst mir auf den Sack. Ah, jetzt hast du keine Eier mehr, hä? Du schmiese Schlange, du. Schüttekampf. Cool, immer noch Stufe 1. Dann gucken wir mal. Aber ich denke mal, beim Schütteln werde ich immer der Beste sein. Ich bin der beste Schüttler. Ja, okay. Die Schlange wurde vom Vogel gekillt. Leichte Ironie, ja. Bakugan, Stand! Immerhin. Spieler 1 ist dran. Spieler 1 ist dran. Wir machen jetzt doch keine halbe Sachen, würde ich sagen. Oh, wobei, komm. Wir rufen doch Saurus aus. Bakugan, Stand! So. Stand! Er ist zwar jetzt in Führung, aber das ist meine Feldkarte, you know. Das ist meine Karte. Torkarte öffnen! Ja. Das war wohl nix, hä? Ach echt, jetzt schon wieder der Schüttekampf. Ich blick das echt nicht. Ich hätte mir einen, oh yeah, oh yeah. Ich bin der Shitto King. Jetzt over 800, yeah. So, Saurus, gib ihm. So, schmeiß eine Torkarte, ich hole Leonidas und die Sache ist gegessen. Ah, oh, cool, kann gleich auch eine Leonidas-Karte gleich legen. Heißt für ihn, jetzt zerstöre ich ihn dann richtig. Was, noch eine? Bist du behindert? Stand! Cool. Stand! Das war jetzt seine Karte, oder? Spieler 1 ist dran. Okay. Okay. Bakugan, komm! Ah. Ich muss mich mehr anstrengen. KI2 ist was? Dran. Der Pisse macht jetzt keinen Doppelstand. Nicht lange. Nein, er verbockt. Spieler 1 ist dran. Der ist genial. Ah, okay, Power-Schuss war übelst behindert gerade. Weil danach habe ich gar keine Lenkung mehr, wie es aussieht, gell? Bakugan, komm! Ach, scheiße. Bakugan, Stand! Stand! Entweder kommt er jetzt zu mir und ich zerstöre ihn, oder ich mache Doppelstand und das Spiel ist zu Ende. Ach, er ist ein Vollidiot. Doppelstand. Doppelstand. Mich ja. Schlägst du nicht. Da spricht mein Talent. Aha. So viele Punkte gibt er jetzt aber auch wieder nicht, finde ich. Ich hab das Spiel verloren. Schon wieder. Du bist auch eine Lusche. Das nennt man Können. Und das nennt man dummes Angeben.
Ja, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde ab jetzt den Park ignorieren, so wie es aussieht. Bringt irgendwie gar nichts. Höchstens privat ein bisschen zu spielen. Ansonsten ist der Park ziemlich nutzlos erstmal. Rein vom Let's Playen her. Okay, beim nächsten Mal machen wir mit dem Wettkampfarena weiter. Ciao, Leute!